Bushido und Sido, das sind die großen Vorbilder für den Nachwuchs, der für Ruhm und Reichtum sich besonders brutale und aggressive Texte zusammenreimt. Schließlich brechen Gangster-Rapper nun mal Tabus. Auch wenn hinter der Hassmaske bisweilen Männer stecken, die noch brav bei den Eltern wohnen. So auch im folgenden Fall, der vor Gericht landete und als ziemlich einmalig gilt. Denn die Richter fanden, die Texte der drei Angeklagten sind Futter und Nahrung für Amokläufer. So gesehen ist dann wohl auch der Name ihres Labels Programm, Hirntod Records. Ein abgebrochener Softwareentwickler, ein Abiturient, ein Student der Geschichte und Germanistik. In Wahrheit Lämmchen, meint ein Verteidiger, das andere Gesicht der Lämmchen. Das von Hasspredigern des Hip-Hop die Mord und Folter verherrlichen, die Jagd auf Polizisten predigen und deren Verstümmelung und Erschießung. Gemeingefährlich, meint der Staatsanwalt. Das ist sozusagen der Soundtrack. Oder es kann sein, dass das der Soundtrack zu Gewalttaten ist. So, wenn man das 5, 6, 7, 10 Mal hintereinander hört und sich so aufheizen lässt, dass das Aggressivität Vorschub leistet. Wir sind gekommen, um alle zu töten, alles auszulöschen. Dass es irgendeinen durchgeknallten jungen Mann gibt, der dann tatsächlich sowas macht, darin liegt die Gefahr. Blockmonster nennt sich der geschäftstüchtige Kopf der Rapper. Einer, der so Ermittler beachtliche Popularität genießt und auf das große Geld schielt. Wer in der Szene mithalten will, muss von sich reden machen. So predigte Blockmonster den Mord an der SPD-Bundestagsabgeordneten Monika Grifahn, die scharfe Kritikerin dieser Hip-Hop-Szene ist. Postpubertäres Imponiergehabe. Provozieren ist das Zauberwort. Gedankenlosigkeit. Blockmonster steht knallhart für Psycho-Rap. Für Abschlacht und alles. Der Hauptangeklagte hat ja schon zu erkennen gegeben, dass er selber, dass ihm selber bewusst ist, dass er ein psychisches Problem hat und er sich in Therapie begeben hat. Das spricht auch für ihn. Blockmonster, rechts, tausendfach bekannt über Internet- und CD-Verkauf. Vor Gericht gibt er den Geläuterten, der nach über 20 Sitzungen mit einer Therapeutin echt schon was spürt. Wirklich was gelernt durch Hausdurchsuchung und Strafverfahren? Dazu aktuelle Bekenntnisse im Internet. Wir überlegen jetzt schon so 2-3 Mal, was wir in Texterei machen, das stimmt schon, aber wir sind genauso hart wie vorher, ne? Wir mixen einfach ein bisschen mehr. Wir machen jetzt nicht nur noch die knallharte Scheiße, sondern wir machen auch mal was rein, was ein bisschen Sinn hat. Muss einfach sein, wir können nicht nur die gleiche Scheiße machen, damit das würde langweilig werden, ganz ehrlich. Glauben Sie, dass das Urteil hier eine Signalwirkung haben wird auf die Szene? Hm? Das weiß ich nicht, kann ich einfach nur sagen, das weiß ich nicht. Es kann genauso sein, dass sich andere junge Männer jetzt ermutigt fühlen von der Medienberichterstattung und sich denken, naja, das ist eigentlich ein relativ bequemer Weg, um hier schnell zu Ruhm zu gelangen. Vergleichsweise bequem bleibt der Weg zum Rapper-Ruhm. Bewährungsstrafen zwischen 3 und 10 Monaten. Für Blockmonster zusätzlich 2.000 Euro Geldbuße. Das werden seine Songs wohl schnell wieder einspielen.